Alle her, Junge! Ich hab Picke auf der Nase. Oh. Okay. Was sagst du denn da? Bisschen Fleisch. Okay. Schon wieder derselbe. Du machst mir echt Angst. Oh! Hallo Kätzchen. Mietz, Mietz, Mietz. Hab keine Angst. Die ist ja süß. Los, los, lauf. Oha. Das wird ihm eine Lehre sein. Gib's ihm. Das ist aber nicht nett hier, was immer. Finde ich nicht gut. Kätzchen, ich komme. Warte. Wo bist du denn? Da hinten. Wo ist diese Katze jetzt hin? Wo ist sie bloß? Jedes Wesen muss letztendlich sterben. Trotzdem schmerzt es, die Überreste einer Kreatur zu sehen. So ist es. Okay, gehen wir erstmal wieder zur Katze. Ich komme. Ach, nicht mal weglaufen. Wie seid ihr nur ein Auge? Ne, das ist noch das andere. Oh, die ist hübsch, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, Leute, wie findet ihr die? Von der Skala von 1 bis 10. Wobei beides das Schlechteste ist. Ja, nicht so lecker. Okay. Lust auf einen richtigen Job? Was? Kein Windelnwechsel. Hm? Besser als wie sich aufopfern für Waisenkinder. Könntest wen glücklich machen. Die Welt retten. Für jeweils 10 Minuten. Witzbold. Ne, danke. Sie wirken wie ein anspruchsvoller Herr. Ich gehe erstmal weiter hier. Es dauert mir sonst zu lange. Pelzigen Wesen in dunkle Höhlen zu folgen, wird langsam zur Gewohnheit. Ich hoffe nicht zum Laster. Ja, das hoffe ich auch nicht. Na, wo bist du denn hin? Warte auf mich. Oh. Schöne Augen hast du ja. Oh Gott. Ich geh weg. Heiliger Bimbam, Alice Little. Treibst dich wieder rum, wie? Schwester Whitless. Welch ein Glück. Schon zum zweiten Mal. Ganz allein draußen? Siehst fertig aus, Liebes. Geht's dir nicht gut? Nicht wirklich. Komm doch mit und sieh dir meine Täubchen an. Hübsche Vögelchen, so wie du. Nein, lieber nicht. Unser letzter Besuch hat mich etliche Pfund gekostet und nichts gebracht. Ich könnte mich erinnern, wo dein heutiges Karnickel hin ist. Ah, die sieht auch nicht besser aus als diese immer noch Hasen, ne? Was Wunder. Die ganze Sippe geröstet wie Maronen vor den eigenen Augen. 10 Jahre in Rutledge und das alles für die Katz. Dr. Bambi schafft's auch nicht. Friemelt an den immer gleichen Fragen rum. Das Feuer, ihre Erinnerung. Ich kann's nicht mehr hören. Ich verdiene Anerkennung, oder etwa nicht? Wer hat ihr neue Kleider besorgt, ihr einen Platz bei Bambi verschafft? Wo wäre sie denn ohne mich? In der Gosse. Ihren Hintern verkaufen. Aber sie mag meine Täubchen. Spuckte tatsächlich mal ein Pfund aus oder so. Aber was ich weiß, ist viel mehr wert. Hab sie schließlich nicht verraten. Hab sie sagen hören, alle meinetwegen gestorben. Ich konnte euch nicht retten. Hab ihr gesagt, mein Schweigen ist zu kaufen. Echt günstig. Bin guter Mensch, ehrlich. Nicht wie ihre Nanny, diese hochnäsige Hure. Oder dieser Anwalt Radcliffe, der ihr das blöde Karnickel wegnahm. Brauch Kohle. Hab sie gewarnt, dass ich den Bullen sag, wenn sie meinem Spendenaufruf nicht folgen tut. Sie kreischt und spielt total verrückt. Vergisst den eigenen Namen manchmal, hab ich gehört. Sind ja alle ziemlich nett, wie es aussieht. Täubchen füttern. Ja, hallo. Ja. Gut, gehen wir mal rüber. Okay. Schwester Whitless, wollen Sie mir Böses? Mich wieder ins Irrenhaus bringen? Was soll ich sagen?
Meine Güte, habe ich einen Durst. Brauch was zu trinken. Muss mir dringend die Kehle befeuchten. Hübsche Vögelchen, so wie du. Geh ins Wunderland. Hat ihre Familie... Es ist nur ein Traum. Schmutz. Verderben. Okay, wie es aussieht, sind wir jetzt im Wunderland angekommen. Ja. Ah, oh, sieht das schon hübsch aus. Finde ich jedenfalls. Bisschen Blut, aber sonst. Hufeisenkette. Hinten ein paar Dominosteine. Tetris. Okay. Sehr aufreibende Reise. Aber ich bin Pris los, oder? Das, was aus ihr wurde. Wenigstens ist mir dieser Ort hier irgendwie vertraut. Woran liegt das bloß? Würde aber auch Zeit, Alice. Vermaledeite Katze, zieh mich nicht auf. Ich bin am Rande des... Perfekt. Denn wenn du nicht am Rande bist, nimmst du zu viel Platz weg. Du bist mir keine Hilfe. Aber du weißt, ich kann es sein. Ich kann mich selbst erschrecken. Falls notwendig, besten Dank. Ich hoffte, dem allen entfliehen zu können. Vergiss es. Im Wunderland herrschen neue Gesetze, Alice. Unrecht aller Orten. Wir sind hier in Gefahr. Sei auf der Hut. Alles klar. Ui. Und eine Kuh. Süß. Okay, mal gucken hier. Oh. Ein Häuschen. Und jetzt das. Ah, du bist ein halber Frosch, Alice. So wie du springen kannst. Das stimmt. Ist mir schon klar. Das habe ich schon vorher gesehen, ne? Oh, okay. Gibt's hier noch irgendwas? Ah, was ist denn da in diesen Kugeln? Fische? Ah, oh, irgendwelche komischen Stücke. Oh, okay, man kann also einen Doppelsprung machen.